Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ouch-Folge von Vanilla Minecraft. Wie ihr seht, haben wir es gerade mit einem relativ harten Gegner zu tun. Und zwar, das wäre dann das erste Mal, dass ich den Enderdrache in Vanilla besiege. hab ich ja noch nie. Gebe ich ehrlich zu. Und naja, also zurzeit sieht es relativ gut aus, dass wir ihn schlagen könnten. Ich habe natürlich Feuerschutztränke mitgenommen, weil doof wie ich bin, habe ich nie gewusst, dass der kein Feuer speit, weil Drachen, Feuer. Hey, ich habe ihn sogar getroffen. Putz. Alter, wo ziehe ich nicht schon wieder hin? Epif! Oh! Das Geräusch, ey, das klingt so geil. Yeah, wir haben ihn besiegt. So, stopp. Da oben liegt's. Das Ei des Kolumbusus. Ah ne, das Ei des Enderdrachen. Ich hab zwar jetzt kein Pisten bei, aber ich hab eine Fackel. Ja und? Geht's doch mit der Fackel? Ja, jetzt müssen wir es nur suchen. Und was ist, wenn es durchgefallen ist? Da ist es. Dürfen wir jetzt wieder durchs Portal gehen? Ja. Danke. Geronimo! Und der Abspann. Okay. Da ist er rein theoretisch der Enderdrache, doch der letzte Gegner. Ja. Deswegen heißt er auch Enderdrache. Ja, weil du eben halt vorhin sagtest, dass das Nether das letzte Gegner ist. Das ist der Anfang. Ach so. Der Anfang vom Ende, kann man das auch irgendwie überspringen? Keine Ahnung. Schade, dass der Balkon nicht 5 breit ist. Warum? Hätte ich das Alter reingetan. Naja, kann ich ja um 1 verbreitern. Oder um 2. So, da sind wir wieder. Huh, frische Luft. War doch ein bisschen zu enderig da drin. So, hab ich noch Enderperlen, hab ich Endstein. Was macht man da nochmal mit Endstein? Ist glaube ich bloß Dekoration, oder? Ja. So, der nächste Boss, der auf der Tagesordnung steht, ist dann das Nether-Skelett. Wie groß ist das Ei? Ein Block. Ne, ich meine, weil du ja jetzt hier 5 ausbauen wolltest, deswegen. Damit es mittig steht. Hast du noch einen Endstein? Hab ich noch. Moment. Da gehst du durch. Ne, das war Sand. So. Da ist es.
Das Ei des Kolumbus, des Anbetrachtens. Halt. Was suchst denn du? Na, warte mal, warte mal, warte mal auf. Habt ihr die eine Spitzhacke? Nee. So. Genau. So, was machen wir jetzt für Blödsinn? Ja, aber noch Cobblestone, du kommst hier rein. Auch freue ich mich. Ja. Wenn kleine Kinder spielen, sind sie glücklich, ne? Ah. War schon immer so gewesen. Na, ich würde sagen, jetzt könnten wir ja in die Festung reingehen und. Warte mal, warte mal, warte mal, da gibt es noch mehr Erfolge. Sind jetzt wieder welche freigeschalten? Entdecke alle Biome. Ach, ich bin Level 50. Stimmt, ich auch. Lol. Wieso kommt das Ende vor dem Anfang? Keine Ahnung. Was machst denn du? Wir haben da hinten noch genug Bücher. Amber, wo? Zumindest hatte ich letztens da eine Handvoll Bücher reingeschmissen. Wir haben noch drei. Okay. Ich dachte, es werden mehr. So, rein theoretisch können wir da jetzt ins Nether gehen und Skelette suchen. Theoretisch ja. No. Oh Gott, wie ging denn der Notchapfel? Haben wir überhaupt Äpfel da? Oh Gott. Oh. Sieht leicht apfellos aus hier drinnen. Wir haben keinen einzigen Apfel wie jetzt. Echt keine Äpfel? Anscheinend wohl nicht. Okay, das ist harte. Schön, Zombie. So unnütze Bücher herausgekriegt. Die wollen schon wieder zum Angriff losjagen. Ich habe auch noch 51 Level. So, kann man jetzt schon schlafen? Ja, ich liege im Bett. Ich auch.
Ich hab's gesehen. Ich hoffe, du machst dieses Fenster wieder ganz. War ja nicht mal das Fenster, war ja die Mauer. So. Haben wir noch ein paar Bücher? Jo. Stärke 4. Schutz 2, der Effizienz 1. Explosionsschutz. Wenn du noch mal Stärke 4 hast, dann können wir Stärke 5 machen. Ich habe hier Köder 2. Nehmen wir mal so just for fun. Schusssicher, Schutz und Wasseraffinität. Was soll ich nehmen? Was? Schusssicher, Schutz oder Wasseraffinität? Alles irgendwie Kacke. Nano. Nehmen wir die Wasseraffinität. Bandschärfe 2 oder Schärfe 1? Schärfe 2. Behutsamkeit! Verbrennung 2, Nemesis der Gliederfüßer 1 und Schärfe 1. Effizienz 4, Haltbarkeit 2, Federfall 1. Was? Ich habe ich jetzt wieder vergessen. Ich habe ein Glück 2 Fi3 noch rausgekriegt. War ein Glück 3 und Wasseraffinität. Wasseraffinität, Köder 2, Federfall 2, Schärfe 2, Behutsamkeit 1, Verbrennung 2, Effizienz 4. Und das ist total sinnloses Buch. Schutz 4, Stärke 4. So. Fi4 klaue ich mir mal raus für deine eine Spitzhacke. Wasseraffinität. Unendlich für den Bogen. Unendlich schusssicher oder schusssicher. So sind es die Verzauberungen, ohne Witz. Ich brauche noch knapp ein Level, dann haben wir noch eine Schärfe 3. Haben wir noch eine Schärfe 3. So. Hier, komm her. Oh, Behutsamkeit, cool. Ist jetzt deine. Ernsthaft? Gut. Also wie schon gesagt, mit Äpfeln sieht es richtig mies aus. Haben wir gar keine. Aber ich bin dafür, dass wir uns jetzt mal an die Nervenskelette machen. Deal? Deal. Jo, dann muss ich nur mal ein paar Sachen weglegen. So, dich brauche ich ja eh nicht da drüben. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Denk an die Feuerschutztränke. Nehmen wir auch mal eine Handvoll mit. Denk an was zu essen. Habe ich knapp 4 Stacks mit. Du musst wieder übertreiben. Wer bist denn? Ich gehe mal davon aus, dass wir so lange da brauchen. Stimmt, ich werde auch noch ein bisschen was mitnehmen. Fackeln sind ja noch auf dem Weg in der Kiste. Richtig.
Nehme ich auch mal 3 Stacks mit, bin ja mal nicht so. So, aber ob wir es irgendwie schaffen, dann eben halt die Skelette zu killen und ob wir überhaupt neue Skelette finden, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß, mal wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssen. Tschüss.